Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren kleinen Video von mir, Meldrian, für euch. Heute möchte ich euch etwas zeigen, was ausnahmsweise mal nichts mit Gaming zu tun hat, aber vielleicht bereichert es ja euren sozialen Eintag. Alltag, natürlich. Und zwar geht es dabei um Pew, ein Open-Source-Sozial-Ding. Könnte man jetzt einfach so übersetzen. Was ist also Pew? Ein soziales Netzwerk, ein sehr minimalistisches, aber deswegen gerade schönes Netzwerk, das noch nicht allzu alt ist, aber diverse Vorteile bietet. Und irgendwie ist es niedlich. Ich drücke mich jetzt schon ein paar Tage darum und habe mir gedacht, wir schauen uns das heute mal an. Und außerdem wird es heute etwas offizieller, denn von meinem Pseudo-Fake-Schrägstrich-ich probiere mal rum-Account werde ich quasi wechseln zu der offiziellen Schiene. Sprich, bisher gibt es dort nämlich keinen Meldrian. Hoffe ich zumindest, sonst ist mein Name weg. Aber das werden wir in Videoform ändern. Und dann kann ich euch auch gleich zeigen, wie einfach es ist, da einen Account anzulegen. Aber dafür oder dazu später mehr. Erstmal loggen wir uns ein. Wie heiße ich dort? Tja, da heiße ich Messinfect. Warum? Das Erste, was mir eingefallen ist. Und mein grandioses Passwort werde ich da auch mal eingeben. Und dann sagen wir mal Sing-in. Sign in. Und dann kommen wir hoffentlich an. Wunderbar. Dann wird man erstmal mit dem Feed begrüßt. Auch auf Pew ist es möglich, anderen Leuten oder sogar gewünscht, anderen Leuten zu folgen oder diese Leute eben zu befreunden, je nachdem, wie man es ist Auslegungssache, wie man es eben machen möchte. Man kann deren Beiträge, hier sieht man zum Beispiel Joe, ist einer der Devs, hier sieht man zum Beispiel, dass man die hochvoten kann. Man kann aber auch sagen, nee, finde ich eigentlich eher blöd. Man kann sie runtervoten. Also es geht in beide Richtungen. Man sieht bereits, inwiefern oder wie oft das schon gemocht wurde, geliked wurde. Also bisher ist das Prinzip alles noch so ein bisschen bekannt. Dementsprechend auch schnell gezeigt, man kann Bilder posten, hier zum Beispiel von tollen Tierheimhunden. Ja, soweit also noch nichts Besonderes. Sieht ein bisschen aus wie Twitter, nicht wahr? Deswegen tendiere ich eigentlich eher zu dem Vergleich mit Twitter als dem von Facebook, weil für Facebook fehlen erstmal, weiß ich nicht, gefühlte 100 Megabyte Werbung, aber auch, ja, die Datenkrabbelei, sage ich jetzt mal. Jetzt habe ich gefragt, und das können wir uns eigentlich direkt mal angucken, denn das Video läuft ja schon. Ich klicke mal hier oben auf meinen wunderbaren Namen, dann sehe ich die Beiträge von mir, also quasi was ich in den Feed gepostet habe. Habe ich zum Beispiel mal gefragt, wie viele Nutzer gibt es hier eigentlich? Das ist meine Frage, die wurde auch beantwortet. Sehe ich hier drei Kommentare. Gehen wir mal drauf. Da schreibt mir die Sarah, das ist wohl die Frau von Joe. Bislang zwischen 250 und 300. Um den Dreh, Joe bestätigt das mit, ja, es sind ca. 300. Das heißt, wie gesagt, die Geschichte noch etwas sehr, sehr minimalistisch, aber schön. Und vor kurzem auch mit großen Verbesserungen, die ich gleich nochmal hervorheben werde. Wir gehen in den Kontext nochmal zurück, denn ich habe noch ein paar weitere Fragen gestellt. Ich habe explizit gefragt, oh, NSFW. Ich habe explizit gefragt, was kann man denn hervorheben, wenn man jetzt hierüber ein Video machen möchte? Denn die Idee hatte ich schon 2-3 Minuten im Kopf. Und auch da habe ich Antworten bekommen. Und das hat man, merkt man, denke ich auch, können wir gleich nochmal testen, die Zugriffszeiten, also die Geschwindigkeit, die das Ganze macht, das voten wir gerade mal hoch, Späßchen halber, die Einfachheit des Ganzen. Denke, das ist auch ein ganz tolles, beziehungsweise ein sehr, sehr, sehr wichtiges Feature, gerade in der Welt von Flash-animierten Webseiten, die, weiß ich nicht, den Nutzer einfach überladen. Und die Sicherheit wird hervorgehoben. Auch hier ist es möglich, Ant, auch einer der Developer, und Joe gehighlightet, die daraufhin eine Nachricht kriegen. Quasi der Hinweis, hey, so ein quasi Anstupsen, sag ich mal, äußere dich doch auch mal dazu. Hat Joe sich auch nicht nehmen lassen. Freut sich natürlich, wenn ich ein Video mache. Die Offenheit, wie gesagt, das ist in der Quellcode basiert komplett auf Open Source. Die Offenheit tut er hervorheben von Pew und sagt halt, der ganze Code ist frei verfügbar. Und wer möchte, kann sich quasi sein eigenes Pew basteln und verändern. Und so weiter und so fort. Auch das finden wir natürlich gut. Liken wir mal, würde man jetzt woanders sagen. Hier gibt es eben ein Upvote.
So, jetzt haben wir lange nicht alles gesehen. Wir gehen nochmal zurück auf mein grandioses Profil, sage ich mal. Auch hier wieder Simplicity, sprich die Einfachheit. Man sieht meinen Benutzernamen, man sieht einen kleinen Infotext. Hier steht sogar: F-Droid showed me a new app called Pew Social Network. Quasi der Grund, warum ich hier bin. Hier sieht man eine Homepage, die verlinkt ist. Das ist Holase, unten links wird angezeigt. Und mein Standort Germany. Die zwei Sachen sind relativ neu hinzugekommen, dass man eben eine Homepage hinterlegen kann und dass man seinen Standort hinterlegen kann. Sehr schön, die ganze Geschichte befindet sich also auch weiterhin in der Entwicklung und in der Ausbauphase. Auch der der Avatar-Support kam vor kurzem hinzu. Zuvor hatte man sich an Gravatar bedient. Wer möchte, kann da gerne mal eine ISO zumachen. Das ist so ein übergreifender Avatar-Service fürs Internet. Aber abseits dessen konnte man nichts hochladen. Das hat man vor kurzem geändert. Und jetzt habe ich hier auch meinen kleinen Corgi oder Gorgi. Gut. Gehen wir weiter vor. Also hier gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. 6 Leute folgen mir. Ich habe 13 Posts gemacht bisher. Ich wurde bislang, das sind glaube ich alle Upvotes, die ich bisher erlangt habe. 57 Upvotes. Und ich folge 16 Leuten. Ich könnte ich jetzt noch editieren. Schauen wir gerade nochmal drauf. Ja, hier Upload Avatar mit den Bestimmungen. Meine Homepage, Germany und so weiter und so fort. Hier nochmal Einstellungen, was wie wo angezeigt werden soll. Ja. Gut, gehen wir nochmal zurück. Schauen wir mal weiter. Alerts, dort würde stehen, wer wann wo auf die Dinge, die ich gepostet habe oder Dinge, an denen ich teilnehme, reagiert hat. Hier sieht man zum Beispiel, hat kommentiert einen Post, den du gepostet hast. Okay. Dann gibt es zum Beispiel noch Post. You were tagged in. Also da hat mich jemand, da gehe ich mir jetzt mal drauf, da hat mich jemand geaddet sozusagen. Da oben. Ja, ich habe es nicht gesehen. Hier wurde ich geaddet. Und quasi die Frage war, was man noch so in dieses Netzwerk einbauen könnte an Features. Features. Gut. Eine Suche gibt's, eine Personensuche. Sind wir mal so frei. Gibt es mich schon? Gott sei Dank nicht. Das heißt, ich werde mich in Kürze anmelden. Ansonsten kann man auch ganz frech einfach mal sowas machen, wie zum Beispiel B. Da sieht man alle bisherigen Benutzer mit B. Wie lange das noch funktionieren wird bei wachsender Nutzerzahlen, sei jetzt mal dahingestellt. Aber okay. Und dann nochmal abschließend Settings. Da waren wir eben schon. Alles Klärchen. Dann war es das soweit zu Pew. Und jetzt beziehungsweise zu meinem Account Mass Infect. Wir gehen nämlich jetzt dazu über und sagen ausloggen. Und erstellen uns einen Account. Wenn ich den Button dafür finde. Sign out. Username und Passwort. Sign in. Passwort von Sign up, da, hier unten. Ein bisschen versteckt, muss man, wenn man noch nicht angemeldet ist, muss man das schon mal sagen. Der Benutzername ist entsprechend der einzig wahre Meldrian. Die E-Mail-Adresse ist Passwort ist jetzt. Yay, you've signed up. Please check your emails to activate your account. Das war's schon. Könnte ich nach meinen E-Mails schauen, aber ich meine, die sind da gar nicht so. Ah, nee. Jetzt wollen sie wahrhaftig eine Aktivierung haben. Kein Problem. Gucken wir mal, ob die Jungs auch zu der schnellen Truppe gehören. Nee, da ist eine neue E-Mail. Da drücke ich auf den Link. Geht ein neues Fensterchen auf, was ihr jetzt nicht seht. Your account has been activated. Und da bin ich. Meld rein. Warum auch immer groß geschrieben jetzt, ist mir eigentlich auch Wumpe. Ist nicht weiter wichtig. Tatsache ist, so schnell kann es gehen. Jetzt habe ich da meinen Account. Und jetzt hoffe ich, vielleicht habe ich ja den einen oder anderen von euch auch dazu bewegen können, sich extrem einfach und schnell bei Pew anzumelden. Und sowas zu tun. 500 Zeichen ist auch ein bisschen mehr als 140 mit dem Vergleich zu Twitter. Und ja, da muss ich jetzt noch Avatar muss ich noch hinterlegen. Das mache ich aber gleich alles offscreen und so. Also mein Appell an euch. Macht euch einen Pew-Account. Kostet nichts. Nutzt, weiß ich nicht, den Wegwerf. E-Mail-Adresse würde auch gehen, vermute ich mal. Und kontaktet mich.
Dann folgen wir uns gegenseitig und tauschen lustige Dinge aus. Und so weiter und so fort. Und ja, und dann mal gucken wir mal, ob wir nicht dieses kleine, süße Open-Source-Social-Network zu ein bisschen mehr Ruhm führen können, sozusagen. Was heißt ja nicht umsonst, dass man die Kleinen immer so ein bisschen unterstützen soll. Auf ihrem Streben nach Glück, sozusagen. Das soll's gewesen sein. Bis zum allernächsten Mal. Schön, dass ihr mit dabei wart. Macht das gut, haut rein. Und tschüssi.